Steinway. Ja, jetzt muss ich erstmal durchpusten, weil, also Herr Strohschneider, Herr Kollege Barner, Herr Allgöwer als Vorsitzender der Jury, da haben Sie jetzt was angerichtet. Tatsächlich bin ich, als ich den Preis bekomme, als ich es gehört habe, Herr Kemper, wo ist er? Da hinten, ne? Wir haben dann telefoniert. Im Zug, da ist tatsächlich eine Träne geflossen. Warum? Weil man hält sich nicht für so exzellent. Und als ich das jetzt gerade alles gehört habe, habe ich auch gedacht, wo nimmt der das alles her? Aber da ich weiß, wie viele Tabletten ich oft schlucke, damit ich den Tag überlebe, weiß ich das dann doch schon wieder. Und da vorne sitzt dann irgendwie mein Sohn und dann denke ich, mein Gott, das habe ich auch im Film gesagt, wie habe ich meine Kinder vernachlässigt? Nun, ich bin wirklich überwältigt. Die dümmste Schlagzeile, die ich heute produzieren könnte, wäre Kommunikator sprachlos. Keine Angst. Auch wenn nach Tucholsky Schweigen gut ist. Gestern habe ich zur Sicherheit noch mal bei Tucholsky nachgelesen, seine Ratschläge für einen schlechten Redner. Wunderbar, ich zitiere. Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es sich gar nicht, erst anzufangen. Oder den schönsten Satz, trink den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor, sie mögen es. Nein, das, was hier passiert, ist viel zu viel für mich. Aber zum Glück teile ich diesen Preis. Ich glaube, ich bin als Kommunikator, ich habe überlegt, was das eigentlich bedeutet, bin ich ein Wissensbereitsteller und dieses Wissen stammt nicht allein von mir, es stammt aus den Forschungen, den Diskussionen, den Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Ich kenne im Raum noch einige, die den Preis verdient hätten. Meine Sponsoren sind hier, Uli Wagner, haben Sie gesehen, Bernd Sixx, der die Habilitation mit mir zusammen gemacht hat, das war schwierig, anstrengend. Ist hier und natürlich ist Wilhelm Heidmeier hier, was mich sehr freut. Ich bin ja sein Nachfolger an diesem Institut und ohne dieses Institut wäre das alles nichts. Und es sind meine beiden Dekane hier. Ich bin in der Fakultät für Soziologie kooptiert, der Dekan Reinicke ist da und mein Dekan aus der Fakultät für Erziehungswissenschaften, Oliver Böhm-Kasper, ist da. Viele andere sind gekommen, auch ehemalige Kollegen. Ohne Sie wäre das alles überhaupt nicht. Sie sind mitverantwortlich und deswegen ist dieser Vortrag auch von mir und viel ohne die alles das nichts wäre. Was ich hier erzähle, stammt aus der Forschungsgemeinschaft. In meinem Vortrag möchte ich jetzt Sie ein bisschen auf die Reise mitnehmen zu dem, was mich aktuell umtreibt, was uns Forscherinnen und Forscher aus der Gewalt- und Konfliktforschung bewegt. Und ich sage auch für die Gewalt- und Konfliktforschung einen großen Dank, dass Sie das mit mir gemacht haben. Ich glaube, das haben Sie auch so verstanden. Erwarten Sie jetzt keine dezidierten Forschungsergebnisse, lieber Uli Wagner, der immer mich dazu gezwungen hat, auch auf die Methoden zu achten. Ich werde jetzt nicht hier von moderierten Dreifach-Interaktionseffekten reden, sondern einfach mit Ihnen ein bisschen eine kleine Reise gehen, die mich im Moment bewegt. Denn vielleicht kann ich auch so gut kommunizieren, weil mich viel bewegt. Wir lassen niemals vom Entdecken und am Ende allen Entdeckens langen wir, wo wir losliefen an und kennen den Ort zum ersten Mal. Den Ort, an dem ich losgelaufen bin, haben Sie schon gehört. 88, eine Diplomarbeit, Ideologie als Intergruppenphänomen, am Rande, 7 Nadeldrucker, pro Seite 2 Minuten 30. Wenn Sie sich verdruckt haben, alles von vorne. Die Ideologie als ein Intergruppenphänomen hat mich beschäftigt. Die Ideologien beschäftigen mich bis heute. Und dann die Barbarei. Im letzten Jahr haben wir die Barbarei erlebt. Am 13. November 2015 eine Terrorserie in Paris ungeahnten Ausmaßes, die nicht wir als Konflikt- und auch nicht als Gewaltforscher vorhersehen konnten. 21.20 Uhr, ein Stadionkommando, 2 Unbekannte im Stadion, Sie wissen das, versuchen sich in die Luft zu jagen. Um 21.25 Uhr Straßenkommandos, junge Menschen um die 20 fahren mit offenem Visier unverhüllt durch Paris und schießen auf Gleichaltrige aus dem offenen Wagen heraus. Um 21.40 Uhr das Bataclan.
diese Gewalt, die ein ungeheures Ausmaß angenommen hat, mit allen Tötungsarten, die wir bis dahin nur vereinzelt kannten, sind im Bataclan Patronen verschossen worden in einer Geschwindigkeit. GIs haben gesagt, so schnell können wir nicht mal schießen nach langjähriger Berufserfahrung. Die Ideologie landet in einem Fanal des Terrors der Gewalt. Sie soll uns treffen. Terroristen wollen unsere Institutionen angreifen. Deswegen müssen wir ihnen zeigen, wie stark diese Institutionen sind. Die Bildung, die Wissenschaft ist eine Institution. Das sagt niemand Geringeres als Geir Lippestad. Geir Lippestad ist der Anwalt von Anders Breivik gewesen. Ich möchte mit Ihnen nun über diese Beschädigung der Institutionen, für die wir zum Teil selber verantwortlich sind, ein bisschen was dazu berichten aus unserer Forschung. Dann möchte ich, und das war angekündigt ja auch in der Einladung, etwas über die Wege in die Gewalt reden, über die Barbarei, über Wendungen, über die wir nachdenken aus der Forschung. Und dann möchte ich zum Schutz kommen. Können wir nicht mehr für Schutz sorgen? Beschädigung, ach Europa, wer war denn diese Göttin Europa? Die Göttin Europa, Sie wissen das, ist geraubt worden. Sie ist gewissermaßen ein Flüchtling, geraubt von Zeus, der sich als Stier verwandelt. Er raubt sie und führt sie durchs Meer auf die Insel Kreta. Europa kommt aus dem Gebiet, aus der Stadt Sidon, eines der größten Flüchtlingslager, die wir kennen. 100.000 Menschen, palästinensische Flüchtlinge, leben da. Und nun das, der Brexit. Der Fußball, die Kultur. Island sorgt für den Brexit. Nun gut, gestern sind sie auch, aber das war schon ziemlich gut. Der Brexit? Die Wissenschaften haben sehr allergisch darauf reagiert. Anne Glover war eine der ersten EU-Wissenschaftsberaterinnen, die gesagt hat, was werden die Kosten sein für die Wissenschaft? Die Universitäten als Institutionen in Großbritannien machen sich große Sorgen und sie haben darauf reagiert. Wir beschädigen uns selbst in der europäischen Gemeinschaft. Schadenfreude? Wir wissen um die Effekte kollektiver Schadenfreude. Sie können Konflikte nur anheizen. Und was wir übersehen, Hasskriminalität ist eine Meldung von heute, seit dem Brexit verfünffacht. Wir haben in Großbritannien einen Anstieg an Hasskriminalität, 63 Anzeigen pro Woche. Und was sehen wir in Deutschland? Polarisierung in der Gesellschaft. Im letzten Jahr 1059, das ist die Hälfte für Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, 20.000, wir würden heute sagen, menschenfeindlich basierte Hate Crimes. Die jüngsten Zahlen sind ja gekommen vor zwei Tagen. Rechtsextreme Straftaten 3.800. Wir haben dazu publiziert, lange in der Forschungsreihe Deutsche Zustände herausgegeben von Wilhelm Heidmeier, der vorne rechts in der zweiten Reihe sitzt. Zuletzt in dem Buch zusammen mit Beate Küpper und vielen anderen, die hier im Raum sitzen, Wut, Verachtung, Abwertung. Das ist mitten in unserer Gesellschaft. Das ist die Inszenierung des Radikalen. Dieser junge Mann ist heute ja zurückgetreten. Erst suggeriert man dem Volk, dass das passiert, dann wählt man den Brexit und dann tritt man zurück. Polarisierung in den gesellschaftlichen Kernfragen. Wir führen große Studien durch. Wir werden am Donnerstag auch wieder in die Presse gehen. Madeleine Preuß ist hier im Raum. Wir werden neue Daten vorstellen zum Thema Willkommenskultur. Das sind die Daten aus 2014. 36% wollen eine stärkere Willkommenskultur für Migranten und Migrantinnen, aber 31 möchte eben das überhaupt nicht. Wir sind in den Daten 2014. Fast 55% finden es gut, wenn sich Migranten in Deutschland zu Hause fühlen, aber fast 36% gefällt es, dass sich so viele Migranten für Deutschland als neue Heimat entscheiden. Ja, ja, hier zu Hause fühlen gut, aber zur Heimat entscheiden? In der letzten Studie, fragile Mitte, fremde Einflüsse auf unsere Kultur müssen auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden. Was ist das vernünftige Maß? Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen, ich gehe nicht in die Details, wir haben einen Befund gehabt bei der fragilen Mitte, die 16- bis 30-Jährigen. Sie haben bei dezidiert rechtsextremen Einstellungen wie nationalem Chauvinismus höhere Werte als die Mittelalten. Es sind die Jungen und die Jüngeren, die wieder Ressentiments zeigen, mitten in unserer Gesellschaft. Und es sind die viel Älteren, jene, die den gesellschaftlichen Verteilungskampf führen.
Eine U-Kurve, die wiederkehrt. Wir haben eine Studie durchgeführt und ich bin da sehr stolz drauf von der Universität Bielefeld. Wir haben Mitarbeiter, Studierende und so weiter befragt in dieser Arbeitsgruppe Uni ohne Vorurteile mit vielen anderen. Auch da sitzen die Mitarbeiter hier, die das maßgeblich gemacht haben. Wie verbreitet sind diese Formen der Diskriminierung an der Universität? Und Sie sehen, das Aussehen und die nationale Herkunft, der Migrationshintergrund spielt nicht bei einer Mehrheit eine Rolle, aber die Studierenden und die Mitarbeiter nehmen wahr, es spielt eine Rolle. Dein Aussehen spielt an der Universität eine Rolle und dein Migrationshintergrund. Ich habe eine Studie zusammengeführt mit Beate Küpper, sitzt auch in der zweiten Reihe rechts, haben Sie ja im Film schon gesehen. Wir haben Bewerbungsmappen vorgelegt, wir haben Studierende der Psychologie, eines der begehrtesten Fächer, Numerus Clausus. Ich glaube, ich könnte das heute gar nicht mehr studieren. Ich hätte lange Wartezeiten. Haben wir drei unterschiedliche Gruppen, haben wir Studierende gebeten, uns doch bitte zu helfen, Bewerberinnen für den Diplomstudiengang auszuwählen, für den Bachelorstudiengang. Und wir haben die eine Gruppe hat Julia gesehen, die andere Gruppe Justinia und wiederum eine dritte Gruppe hat Hülya gesehen. Und in Mappen standen die Noten und so weiter. Alles war identisch, bis auf dieses Foto und die Namen. Was sehen wir denn? Wer darf teilhaben? Zum Studium allgemein geeignet ist am besten die Justinia. Naja, die Osteuropäerin, die lernen eben noch sehr viel in der Schule. Die Hülya schneidet hier am schlechtesten ab. Geht es aber um das begehrte Ressource des Psychologiestudiums, das ist fast linear. Und bei der Hülya und der Justinia, wenn man die Studierenden fragt, sollte sich vielleicht die Bewerberin erstmal woanders bewerben? Ja. Nur nicht die Julia, die möchte man dann haben. Und in diese innergesellschaftlichen Polarisationen fällt nun die Barbarei. Willkommen in meiner Welt voll Hass und Blut. Ich schreibe Zeilen für meine Kinder und das mit Blut. In einer Welt, wo man nicht mehr weiß, was der nächste Tag bringt, Kinderseelen weinen leise, wenn der schwarze Engel singt. Chuckys mit toten Augen schreien zur Hölle mit diesem Staat. Und ich scheiß auf diese Welt, denn es dreht sich nur um Geld. Neoliberale Kritik. Bitte, Allah, verzeih mir meine Sünden, zieh mich aus dem Dreck. Ich bin verzweifelt jeden Tag auf der Suche nach dem Paradies. Ein Lied von Desodok, Willkommen in meiner Welt, 2006. Desodok ist mittlerweile in Syrien verstorben, als Dschihadist. Radikalisierungsdauer bei jungen Menschen, das sind Dschihadistinnen, die in Europa untersucht wurden, 150 von Herrlein. Radikalisierungsprozess verläuft binnen von 12 Monaten und auch das ist tagesaktuell. Letzte Woche habe ich mit Herrn Maas und Herrn de Maizière diskutiert, habe sie darauf verwiesen, dass diese Radikalisierungszeiten sehr viel schneller sind. Heute dauert es 3-4 Monate bei jungen Menschen zwischen der WhatsApp-Ansprache und der Radikalisierung, dem Entschluss, irgendetwas zu tun oder nach Syrien auszureisen. Sie können das heute nachlesen, der Herr Maas ist damit heute an die Presse gegangen. Wir führen eine ganze Reihe Studien durch zu diesen extremistischen Radikalisierungen, weil wir glauben, man kann sehr viel weiter davon lernen, zu vielen Radikalisierungen. Das letzte Projekt haben wir abgeschlossen letzte Woche, auch die Mitarbeiterinnen sitzen hier, Tat- und Fallanalysen zielgerichteter Gewalt. Wir vergleichen in einem relativ aufwendigen Prozess, ziehen wir Stichproben von Einfach-Mehrfach-Tötungen, vergleichen sie mit multiplen Tötungen und vergleichen diese dann mit ideologisch motivierten Tötungsdelikten. Wir haben ein Projekt Wege in den Islamismus, wir haben ein Projekt sozialer Druck bei Ausstiegsprozessen, wo wir viel lernen und jetzt kommt etwas dazu, wir stehen in einem intensiven Austausch mit Beobachterinnen. Und dazu gehören auch Journalistinnen und Journalisten. Das habe ich damals von Wilhelm Heidmeier gelernt. Man muss viel mit Journalisten auch reden. Sie sind vor Ort und es ist ganz wichtig, mit ihnen zu reden, weil sie ja zum Teil die Einzigen sind vor Ort. Wir haben Gebiete, da treffen Sie nur noch einzelne Journalistinnen und Journalisten, die Ihnen wichtige Informationen geben. Radikalisierung zur Gewalt, zur ideologisch legitimierten Gewalt, folgt einem Switch des Selbstkonzeptes zu einer ultimativen sozialen Identität. Ideologien sind der Schlüssel wie das Scharnier. Gewalt, und da gucke ich ja jetzt hin, liegt nahe, wenn die Inszenierung von Personen und Handlungen passt, Gewalt der Modus der Integration wird, Gewaltbarrieren fehlen und Ideologien sich in einer ultimativen Identität verankern. Darüber müssen wir diskutieren. Es sind ultimative Identitäten. Man grenzt sich gar nicht mehr von Fremdgruppen ab, sondern geht auf in einer ultimativen Identität. Erleichternd für extremistische Gewalt ist eine Normalisierung der Gewalt
in der Umwelt. Und deswegen habe ich Ihnen von Radikalisierung in der Gesellschaft berichtet. Wenn diese Radikalisierung zunimmt, dann steigt auch das Ausmaß von Extremismus in anderen Bereichen. Extremistische Gewalt ist letztendlich ein Prozess der Erzeugung von Beziehung durch und voll von Gewalt im Verlauf der Sozialisation in einem spezifischen sozialen Raum. Wir haben die ideologische Inszenierung des Selbst. Ich bin das Opfer. Extreme Selbstpräsentationen mit Berühmtheitsziel, Märtyrertum, inszenierte Depersonalisierung, Gewalt als pure Emotion. Das finden wir zum Teil auch in Bereichen des Fußballs wieder. Das finden wir hier auch. Da oben sehen Sie nochmal diese doch. In strukturierten Rekrutierung wird nun mit kultureller Praxis dieser Radikalisierungsprozess eingeübt. Unsere Daten weisen darauf hin, dass es ein Prozess ist, in dem ich von Gruppen abgeholt werde, die mir Sinn geben und mir dann sagen, und du bist ohnmächtig, Void herstellen. Die sagen, alles das, was du bisher gedacht hast, stimmt so nicht mehr. Und dann in der Gruppe bekomme ich wieder ein Meaning. Es gibt professionelle Rekrutierungsstrategien, Mobilisierungsstrategien, Symbole, Literatur, Bilder, Kunst, Musik. Das alles ist im Netz vorhanden. Zum Teil auch das, was wir in der Radikalisierungsforschung berichten, landet auf einmal im Netz und kursiert dort in den radikalen Gruppen als Erklärungsmodelle. Das macht die Kommunikation so ungeheuer schwierig. Es ist alles da. Salafi in 10 Minuten, wo der Zick 30 Minuten braucht. Ich habe mal einen Beitrag veröffentlicht, der hieß Radikalisierung ist auch ein Bildungsprozess. Radikale Gruppen übernehmen Bildungsprozesse. Das ist dramatisch. Es gibt Akt, Handlungstat und Praxisinszenierung und Skripte, die können Sie herunterladen. Das ist das berühmte Inspire-Magazin. How to Survive in the West. Es liest sich wie eine, befriedigend bis ausreichend Masterarbeit. Wie kann ich im Westen überleben? Vorwort, Dank an Allah, Dank an die Gruppe. Chapter 1, wie verstecke ich meine extremistische Identität? Chapter 2, wie stelle ich Allianzen her? Wie kriege ich Geld? Wie kann ich Internetprivatheit schützen? Wie trainiere ich primitive Waffen, moderne Waffen, Bombmaking, Transporting Weapons? What happens when you are spied and get raided? Ein Handbuch, das können Sie sich runterladen und können Sie danach Ihre Handlungen planen. Die Terrormiliz IS veröffentlicht auch jetzt neuerdings eine Android-App für Kinder. Mit den wichtigen Kernbegriffen Said das Schwert. Wir erforschen das, wir spüren das auf und versuchen es wenigstens in die Öffentlichkeit zu bringen. Diese Einbettung erfolgt in einen sozialen Raum, in dem sich dann Radikalisierung entwickeln kann. Es gibt extremistische Erlebniswelten. Radikalisierung findet auch in unseren bürgerlichen Nischenwelten statt. Denken Sie an die Sauerlandgruppe. Dann gibt es die Netzwelten, die nicht so gefährlich sind während des ganzen Hasses, der da stattfindet, sondern weil dort Gemeinschaft gebildet wird. Und dann gibt es die Heilswelten. Die sind ja ganz wichtig. Ich muss ja wissen, wofür ich kämpfe. Und die Gesellschaft, was tut sie? Sie setzt das Ganze selbst in Szene. Und da haben wir viel dran gearbeitet, dieses zu vermitteln. Es gibt geradezu Gewaltverherrlichungen. Das ist der Boston-Attentäter vor einem Jahr. Wir erinnern uns ja daran. Das ist Timothy McVeigh und das sind die Columbine-Tapes, die auf den Frontseiten der Gesellschaft landen. Und wenn Sie drauf gucken, hat es eine gewisse Ikonografie, die natürlich in den Gruppen wie eine Selbstbestätigung wahrgenommen wird. Wir haben viel daran getan, viel kommuniziert. Hört mit solch einem Unsinn auf. Was wir machen in unseren Studien ist, wir analysieren nun die Äquifinalität. Das heißt, wir analysieren spezifisch, jetzt werde ich etwas genauer in die Studien, verschiedene Pfade, die zur Gewalt führen. Wir kodieren relativ kompliziert Affektverhalten und Kognition. Wir haben mittlerweile ein Kodiersystem entwickelt. Ich finde, das ist schon ziemlich gut, indem wir Fälle analysieren können. Wir kodieren Zeitereignisabfolgen bei Radikalisierung, Krise, Wendepunkte, subjektive Wahrnehmung, die Motive, das Selbstkonzept, was passiert in einer Biografie, das Verhalten, wie ist die Tendenz, eskalierend, warnend und so weiter und die sozialen Netzwerke. Wir sind da ziemlich weit in unseren Analysen. Das alles analysieren wir und dann versuchen wir, Regelmäßigkeiten zu finden, um irgendwie klar zu werden, wie denn diese Radikalisierung funktioniert, um sie dann in Prävention zu überführen. Auffälligkeiten, ich nenne Ihnen nur mal ein Ergebnis, was wir jetzt neuerdings präsentiert hatten. Unzufriedenheiten mit der persönlichen, interpersonalen Beziehungsqualität bei ideologischen Taten, gering ausgeprägt bei Mord,
und Mehrfachtötung hoch ausgeprägt, beim Amok auch weniger ausgeprägt. Und wenn Sie jetzt gucken, vertrauensvolle Beziehungen außerhalb der Familie, ideologische Taten basieren auf den Beziehungen, die im Vorfeld in Gruppen gefunden wurden. Und das ist bei School-Shootings vollkommen anders. Daraus kann man schon relativ viel ableiten. Was finden wir heraus? Sozialisationsmerkmale bei Dschihadisten. Wir sind relativ sicher, die religiöse Sozialisation ist nicht entscheidend. Und wenn der Staat dann wieder einen Kontrakt macht mit den muslimischen Verbänden, doch bitteschön die Radikalisierungsprävention zu erhöhen, muss man ja mal wissen, ist das nicht eigentlich am Gegenstand vorbei? Die Gruppenprozesse sind außerhalb der Familie. Es gibt kaum Problemkommunikation in den Familien. Das ist ein ganz schwerwiegender Punkt. Man muss erstmal Familien kommunikationsfähig machen, damit sie mit dem Problem arbeiten können. Es gibt Integrations-Identifikationskrisen. Wir finden strategische Demonstrationen, strategische Normalität, Opportunismus. Wir finden biografische Schließungen über die Schule und Ausbildung. Bei all diesen Tätern spielen biografische Krisen eine relativ große Rolle. Das heißt, das Selbstkonzept und die kritische Verarbeitung ist wichtig. Es gibt emotionale Entfremdung von Familie und Freunden, die auch bewusst geführt wird. Radikalisierung ist ein Prozess der Distanzierung von herkömmlichen Bindungen. Es gibt ein positives Feedback, Anerkennung ultimativer überbordender Identitäten und ein spezifisches Reasoning, das sind die kognitiven Strukturen, nicht die einzelnen kognitiven Inhalte, sondern die Gedankenmuster, die sich ausbilden, die Prozesse spielen eine große Rolle. Wir können mittlerweile 3 Typen identifizieren, man muss immer aufpassen mit der Typisierung, aber wir finden auch bei den erfolgreichen Dschihadisten Typ 1, der Meinungsführer, er ist auf Eindrucksbildung, Impression Management bedacht, identifiziert sich mit der Ideologie zum Selbstausdruck und zur Strukturierung von Kommunikation, ist für andere eine Identifikationsfigur rekrutiert und wird dafür bestärkt. Ganz anders als der Typ 2, der sucht Zugehörigkeit, Vertrauen, ist der klassische Mitläufer, die Mitläuferin sucht Zugehörigkeit, verpflichtet sich zunehmend im Radikalisierungsprozess über Vertrauenspersonen, plant und vollzieht die Gewaltakt aus einer Abhängigkeit von der Gruppe. Und dann gibt es den Typ 3, das ist der klassische sinnsuchende Person, Botschafter, sucht Sinn und Wahres, sucht ein Weltverständnis, ist an der Bewältigung belastender Krisen interessiert. Ideologie für ihn oder für sie ist nur ein Identifikationsmerkmal. Radikalisierung durch eine sukzessive Selbstverpflichtung braucht eigentlich keine analoge Einbindung, das geht auch digital. Und jetzt kommt etwas, was wir gesehen haben und was uns doch sehr erstaunt hat und umgetrieben hat. Wenn wir in terroristische Gruppen, radikalisierte Gruppen hineingehen, diese Gruppen setzen sich zum Teil zusammen aus allen 3 Typen. Die passen gut zusammen. Das heißt, wir haben in radikalisierten Gruppen eine Akzeptanz von Heterogenität, die in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so akzeptiert ist. Das heißt, man akzeptiert die Unterschiedlichkeit, die ökonomische Unterschiedlichkeit. Es macht keinen Unterschied, wo du herkommst. Du kannst arm oder reich sein. Die Radikalisierung macht Menschen gleich und das macht es attraktiv. Und ich halte das für höchst bedeutsam und wichtig. Heterogenitätsakzeptanz in Gruppen ist attraktiv. Da finde ich das. Und die Ideologien, und jetzt komme ich langsam zurück an den Ort, wo ich losgegangen bin, erzeugen ihre Wirkung, wenn in Gruppen zentrale Motive befriedigt werden. Die 5 zentralen Motive, die amerikanische Sozialpsychologin Susan Fiske hat sie differenziert. Worum geht es denn? Was wollen wir denn alle? Was wollen wir in unserer Forschungsgemeinschaft? Was wollen wir in den radikalen Gruppen? Zugehörigkeit. Und das, was Sie rot sehen, das sind zentrale Begriffe, die ich aus Gesprächen mit radikalisierten Jugendlichen in einer Sitzung rausgefiltert habe. Brüderlichkeit, dort habe ich erfahren, was Brüderlichkeit ist. Fraternität, Verstehen, dort habe ich erfahren, was da passiert ist. Kontrolle, dort habe ich zum ersten Mal gehört, du hast das gut gemacht, du hast etwas gut gemacht. Das, was du gezeigt hast, war gut. Selbstwert, ich kriege ein Gefühl, wir sind die Besseren. Und Vertrauen, du willst wahrgenommen werden. Es sind immer wieder die 5 zentralen Motive. Wir sind jetzt dabei aufzuspüren, ob nicht die 5 zentralen Motive praktisch wie Leitmotive sind für die unterschiedlichen Gruppen. Ich finde, es sieht so aus. Man kann es wenden, wenn man all dies weiß, aber wir sind am Anfang, wir müssen viel mehr forschen, dann können wir wenden. Es gibt Suppression, aber die müssen stattfinden in den Entwicklungsnischen. Wir wissen mittlerweile, man kann Personen abholen, deradikalisieren, zur Distanzierung bringen, wenn man ihnen beibringt, anders über die Welt nachzudenken, ihre Überzeugung, ihre ideologischen Inhalte anders zu verarbeiten.
wenn man ihnen beibringt, die Selbstregulation, das ist ja das, was wir im Fußball gemacht haben. Und wenn wir uns aber auch mit Diskriminierungs- und Desintegrationserfahrung auseinandersetzen und die aufspüren, das erreicht vielleicht die Person auf der Ebene ihrer Gruppenbindung, der Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft hilft. Es kann nicht sein, dass Menschen, die hier leben, immer noch meinen, sie sind Bürger zweiter Klasse, wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Das kommt uns bis heute unter. Man kann die Identitäten verändern, andere bereitstellen, man kann an den Normen, Werten arbeiten und man kann Menschen auch beibringen, nonkonform zu sein, auch in radikalen Gruppen. Und dann gibt es die Ebene der Gesellschaft, da kann man eine Menge machen, andere Netzwerke bereitstellen, Schwächung von Strukturen. In unserem Land sind ungefähr 30 Millionen Waffen. Das haben wir nämlich beim Dialog über Deutschland immer wieder eingebracht, da hat keiner so richtig hingehört. Integrationskulturen schaffen Bildung und Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Und das bedeutet, ich muss eigentlich die Menschen, die das nicht kommunizieren können, wenn sie mit anderen kommunizieren, die da betroffen sind, ich muss sie kompetent machen. Eventuell müssen wir uns auch mehr aus unseren Institutionen auf andere zuwenden. Heraus aus den starken Institutionen, um Gestaltungsmöglichkeiten zur Herstellung von Gleichwertigkeit zu gewinnen. Das war jetzt der Besuch nach der Kaserne. Irgendwie läuft alles, heute alles gut zusammen. Da war ich in Bückeburg und es war sehr witzig, weil ich habe mit den Schülern sozialpsychologische Experimente durchgeführt. Und wir haben geguckt, ob die Lehrer oder die Schüler besser waren. Und dann haben wir mit ihnen über Rassismus und Courage geredet. Die Lehrer waren nicht so not amused am Ende, weil ich diesen Aspekt des Nonkonformismus angesprochen habe. Das gelingt durch Kommunikation mit Menschen und Institutionen in dem Raum, wo Radikalisierung stattfindet. Was wir entwickeln, ist ein Clearing-Verfahren an Schulen. Wir begleiten es wissenschaftlich, das macht das Projekt Wegweiser. Wir arbeiten an neuen Wegen der Online-Radikalisierung, der Suppression, der Verhinderung. Wir arbeiten an einem Risikobewertungsverfahren mit Gefängnispsychologen. Ich habe genau heute zwischen der Anreise und dieser Veranstaltung allerdings gehört, Bielefeld soll jetzt den Lead machen, weil bisher hatten die Briten den Lead bei dem Projekt und sie können es jetzt nicht mehr machen. So kommt das dann aus. Wir arbeiten an Konfliktmanagement in Unterkünften. Ich arbeite am Nationalen Aktionsplan Rassismus. Morgen früh um 6 geht es nach Berlin, weil da der Nationale Aktionsplan Rassismus besprochen wird. Mit der Amadeo-Antonio-Stiftung arbeite ich an einem Konzept der Jugendberatung, an einem Audit der Gleichwertigkeit. Ich habe in Bielefeld an einem Stipendienprogramm mitgearbeitet für Schülerinnen mit schlechten Noten und schlechten Erfolgschancen, die kommen alle aus den Sonderschulen und haben besonderen Förderungsbedarf. Und wir haben in Bielefeld ein wunderschönes Projekt begleitet, Sport für Kids. Alle vierjährigen Kinder aus Bielefeld bekommen von uns gratis, zusammen mit der Stadt, aber wir begleiten es im Institut in der Uni, eine Gratis-Mitgliedschaft im Sport. Und das vollkommen irre ist, wer da hingeht mit den 4-5-jährigen Kindern, 70% verbleiben. Und es gibt sehr viel mehr, was ich Ihnen berichten könnte. Sie sehen, die Kommunikation in dem Raum selbst hat dann auch positive Effekte. Schutz. Wissenschaft und Forschung kann Schutz bedeuten. Ich habe Ihnen einige Wege zum Schutz genannt. Wir brauchen auch Schutz. Wenn ich kommuniziere über diese Phänomene und wir reden viel im Institut darüber, wie weit können wir uns hinauswagen. Wir können viele Projekte nicht mehr bekannt machen, weil wir stolz darauf sind, die Förderung zu bekommen, weil die Kommunikationswege in die Öffentlichkeit so schnell sind. Und natürlich, und das berührt einen dann schon, und im Vorfeld zu dieser Preisverleihung ist mir das wieder aufgetaucht. Ich habe vieles weggetan von dem, was ich gelesen und bekommen habe. Es war manchmal schon ein bisschen gruselig, was da passiert ist. Da merkt man, man braucht den Schutz. Und die Wissenschaftsgemeinschaft ist ein unfassbarer Schutzraum. Ich glaube, dass die Zukunft Europas in der Wissensgesellschaft liegt. Und wir merken jetzt bei der Brexit-Diskussion, wie ungeheuer schnell über Wissenschaft geredet wird. Warum denn? Weil wir dort einen Raum haben, wo ein hohes Gut einen besonderen Platz hat, nämlich die Freiheit der Meinung. Das ist ein so schützenswertes Gut. Und dann kriegt man dann sowas, zick, du kannst so viel, sie haben das gehört. Irgendwie taucht die da jetzt wieder auf. Na ja gut, pack deine Koffer und verschwinde, das kann ich dann ja tun. Das ist der Ort, wo ich verschwinde. Nämlich da, wo Europa gelandet ist, auf Kreta. Einige wissen das, da sitze ich dann
Jetzt sieht Wilhelm Heidmann das auch mal. 3 Jahre lang saß ich da und habe über den deutschen Zustand nachgedacht und gucke da auf libysche Meer. Der Blick geht Richtung Israel und ich sitze da und da kriege ich den Geist frei und kann darüber nachdenken, was in diesem Land passiert ist. Und das gelingt dann auf einmal nicht mehr. Europa ist entführt worden aus Sidon nach Kreta. Und dann sitze ich da und was passiert dann? Die Suizidrate in Griechenland hat deutlich gestiegen. An diesem Ort wird verheimlicht, dass sich einige aus dem Dorf dort, vor allen Dingen ältere Menschen, umgebracht haben, ins Meer gegangen sind, um die Beerdigungskosten für die Familie zu ersparen. Sie hoffen, dass der Leichnam weggetrieben wird und er landet dann in dieser wunderschönen Bucht. Seit 2014 sind mehr als 10.000 Menschen im Mittelmeer gestorben. Meine Studierenden brauchen Antworten auf Fragen. Antworten auf Fragen wie zum Beispiel die, wie viele Banken wurden eigentlich gerettet? Und dann habe ich einen Satz aufgeschrieben und das fiel mir später ein, wie doppeldeutig er ist. Wie viele Menschen haben eigentlich die Banken gerettet? In einer Wissensgesellschaft hilft ein Modell von einer Wissenschaftsgemeinschaft. Ich freue mich, dass der Stifterverband, und ich möchte den Stifterverband ermutigen, und wir haben Gespräche geführt und wir führen die weiter, gearbeitet hat an der Diversität der Förderung in vielen Projekten. Ich wünsche mir eine offene, diverse Hochschule ohne Menschenfeindlichkeit. Der DFG, ich wünsche mir eine Sonderförderung von prekärem Nachwuchs, national wie international. Bitte diskutieren Sie auch das Wissenschaftszeitvertraggesetz. Ich muss ein Institut leiten. Ich brauche Leute, die bei dem Thema Gewalt auch mal über 10 Jahre da bleiben können. Wir werben die Drittmittel weiter ein. Aber diskutieren Sie das bitte. Wie denn die Karrieren möglich ist. Es ist so schwierig, Nachwuchs zu bekommen. Und in diesem Feld können Sie sich das ja vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, wir reden über neue Anerkennungssysteme für die interdisziplinäre Forschung. Ich habe diesen Weg gemacht. Der ist nicht ganz einfach, ja, zwischen den Stühlen zu sitzen. Ich wünsche mir eine Stärkung und Ausbau der Konflikt- und Gewaltforschung. Das geht weit über die DFG, den Stifterverband hinaus. Das betrifft die Disziplin. Die Konflikt- und Gewaltforschung kann ausgebaut werden. Ich weiß, wir sind in so einem neoliberalen Wettbewerbssystem. Was der hat, das Projekt und so weiter. Das ist doch totaler Quatsch. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Kooperationen in der Forschung auch gerade in strukturschwachen Regionen stärken. Auch in Griechenland, mein insgeheimer Wunsch ist ein Wissenschaftszentrum Deutschland-Griechenland, damit man da wieder in Ruhe sitzen kann. Und jetzt ist es folgerichtig, was ich mit dem Preisgeld machen werde. Es wird, und das mache ich jetzt zusammen mit der Universitätsgesellschaft, das hilft mir sehr, weil da auch Juroren sitzen. Ich werde auf jeden Fall junge Nachwuchswissenschaftlerinnen unterstützen, die von ihren Ländern verlassen und verfolgt werden. Ich werde Ihnen nicht nennen, welche Länder das sind, weil selbst das schwierig geworden ist. Es sind noch Flüchtlingsprojekte mit Studierenden. Wir haben Flüchtlinge nun gebeten, in die Uni zu kommen und mit uns zusammen zu forschen. Nicht über sie zu reden, sondern mit ihnen zusammen zu forschen. Die liegen auf Eis, das kann ich realisieren. Und dann kommt es darauf an, ein Hebel ist Kultur, Kultur, Kultur. Wir haben so viel Jugendkultur vernichtet. Vor einem Jahr habe ich das im Niedersächsischen Landtag gesagt und furchtbaren Ärger gekriegt. Aber wir haben doch weitgehend Jugendkultur unmöglich gemacht und deswegen soll auch die Amadeus-Stiftung und das Archiv für Jugendkulturen etwas abbekommen von dem Preis. Wissenschaft braucht einen Forschungsraum. Gestalten wir diesen bitte auch als einen Schutzraum. Danke, dass Sie mir einen unschätzbar wertvollen Ort gegeben haben. Wir lassen niemals vom Entdecken und am Ende allen Entdeckens langen wir, wo wir losliefen, an und kennen den Ort zum ersten Mal. Herzlichen Dank.